Sie zur Pressekonferenz heute Spiel Eintracht Trier gegen FC Homburg. Diese Pressekonferenz wird präsentiert von den Stadtwerken Trier, SWT. Ja, vor 2456 Zuschauern endete das Spiel 3:0 für Eintracht Trier. Ich begrüße hier zu meiner Linken Jens Kiefer, den Trainer von FC Homburg, und zu meiner Rechten Peter Hubeck, unseren Trainer. Ja, und die Pressekonferenz ist damit richtig eröffnet. Das heißt, die Spielanalyse von Jens Kiefer erwarten wir jetzt. Lieber Jens. Danke, Peter. Wir wussten, was uns erwartet heute hier. Wir sind hierher gefahren und haben eine sehr, sehr kampfstarke Mannschaft erwartet, die voller Ehrgeiz, voller Willen das Spiel angehen wird. Wir wussten, dass wir da in diesem Gebiet richtig dagegen halten mussten und ich glaube, wir haben es auch bis zum 2:0 ganz, ganz gut geschafft. Wir waren ordentlich im Spiel. Die erste Halbzeit ist auf beiden Seiten nicht viel passiert. Es war ein Kampfspiel, es war ein Spiel mit vielen möglichen Szenen drin. Aber so ist Fußball und so soll Fußball auch sein. Für mich war es ein interessantes Spiel auch. Ich glaube, wir hatten in der ersten Halbzeit eine anderthalbe Szene vom Tor, Trier auch, viel mehr war nicht. Sind dann aus der Halbzeit rausgekommen, Spiel ist so weitergelaufen, 1-2 Szenen für Trier, bekommen mit der ersten richtig, richtig guten Chance dann das 1:0. Waren dann eigentlich wieder 10 Minuten ordentlich dabei, haben mit Kai Hessen eine ordentliche Ausgleichschance gehabt. Trier sehr gefährlich dann mit ein, zwei Situationen, wo wir ein bisschen mehr Räume gegeben haben. Und sind dann mit dem 2:0 in der Vorwärtsbewegung eklatanter Fehlpass in den Fuß von Christoph Anton. Und da muss man einfach sagen, diesen Fehlpass hat er super ausgenutzt, ist richtig gut über die Seite, sehr, sehr gut ausgespielt. Das 2:0, das muss man dann auch anerkennen. Und ich glaube, das war dann die Entscheidung im Spiel. Dass man dann nach diesem 2:0 nicht mehr gegen eine Mannschaft, die defensiv richtig gut arbeitet, den Willen hat, immer zu Null zu spielen, dass man dann nicht mehr in die Situation reinkommt, um nochmal ranzukommen, ist, glaube ich, normal. Was mich so ein bisschen ärgert, ist die letzten 2 Minuten. Das ist die Situation, die mich dann wirklich richtig ärgert, wo man sagt, da müssen wir uns einfach cooler anstellen. Wir haben das Spiel sowieso schon verloren, 2:0. Da schenken wir eigentlich noch ein Gegentor her und bekommen eine gelb-rote Karte, die vielleicht unnötig war. Und dementsprechend ärgert mich einfach diese Situation. Glückwunsch, Andrea. Im Endeffekt war es ein verdienter Sieg, weil ich glaube, unsere Fehler sehr, sehr gut ausgenutzt worden sind, weil dann doch der Tick mehr Wille da war, das Spiel zu gewinnen, wie wir ihn hatten. Aber das ist jetzt nicht großartig als Kritik an meine Mannschaft, weil ich heute sagen muss, sie hat auch den Willen auf dem Platz gezeigt, alles rauszuhauen. Das haben die Jungs auch gemacht. Aber wie gesagt, Glückwunsch, Andrea, und viel Glück noch weiterhin im Aufstieg. Ja, herzlichen Dank, lieber Jens. Und ich gebe das Mikrofon weiter an unseren Trainer Peter Hummel. Ich begrüße Sie recht herzlich zusammen. Ich bin natürlich sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Ich glaube, man hat von Anfang an erkennen können, dass wir das schlechte Spiel von Mannheim korrigieren wollen. Wir haben heute ein bisschen umgestellt vom System. Wir haben 4-1-4-1 im Grunde gespielt oder 4-3-3, je nachdem. Die Gegner im Ballbesitz, weil das haben sie hervorragend gemacht, haben wir uns überall erarbeitet. Nachher muss man immer umstellen, das haben sie auch sehr gut gemacht. Also muss ich wirklich sagen, Komplimente an die Mannschaft, wie sie das alles umgesetzt hat. Und für mich war es ein mehr als verdienter Sieg, weil wir aus meiner Sicht in Pissus die Viertelstunde vor der Halbzeit immer bemüht waren, auf Fußball zu spielen. Und wir haben überragend auf die zweite Welle reagiert, muss man klar sagen, war auch unser Ziel. Und dass wir das Spiel dann so gewonnen haben, wie gesagt, kann ich nur sagen, Kompliment an die Mannschaft. Für uns gilt es jetzt, so weiterzuarbeiten, wie wir das die Woche gemacht haben. Die Mannschaft ist nach der Niederlage von Mannheim wieder zurückgekommen. In einer Art und Weise, wo ich den Hut ziehen muss, weil ich sage auch ganz klar, es konnte keiner erwarten, dass wir so stehen. Und es wäre jetzt auch fatal, wenn man die Mannschaft jetzt nur wieder unter Druck setzen. Wir müssen einfach so wie in der Vorrunde wie heute Fußball spielen, das muss Spaß machen. Wir so unsere Leidenschaften reinbringen, in jeder Situation, wo sie Fußball spielen und die Zuschauer mitnehmen.
und so wie heute zu Hause auftreten und dann ist jeder zufrieden. Danke. Ja, danke schön, Peter. Ich hoffe, den Kollegen von der Presse hat es auch Spaß gemacht, das Spiel zu sehen und sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen an die Trainer. Mikrofon müsste da sein, die haben wir Mirko Blagen vom Bayerischen Volksfreund. Peter Rubik, Charlie Rath hat heute sein Debüt gegeben. Ich hoffe auf eine ehrliche Antwort von Ihnen. Inwieweit haben Sie mit den Gedanken gespielt, ihn vielleicht sogar schon zur Halbzeit auszuwechseln, nachdem sich Daniel Hamel ja schon nach einer guten halben Stunde intensiver warm gemacht hat? Der Daniel Hamel hat sich nicht warm gemacht mit dem Charlie Rath, sondern mit einem anderen Spieler, mit dem ich nicht hundertprozentig zufrieden war. Der hat sich danach halt gegeben und dann lief das auch besser. Und insofern stellt sich die Frage nicht. Und ich muss sagen, ich war mit Charlie Rath auch die erste Halbzeit sehr zufrieden. Der ist im Moment vielleicht bei 60%, hat an sich gearbeitet, versteht noch nicht alles, was man eigentlich wollte. Aber ich kann Ihnen garantieren, der wird uns noch viel Spaß machen. Ja, danke schön. Gibt es weitere Fragen? Ja, von der Saarbrücker Zeitung. Frage an Jens Tiefer. Sie sagen gerade, völlig unnötige gelb-rote Karte gegen Kapiani am Ende, wird die in irgendeiner Form Konsequenzen haben? Sein Spiel gesperrt vorher mal. Keine Konsequenzen. Ja. Werden wir mit Sicherheit auch irgendwo nach eine Strafe aussprechen, aber ich kenne Schattli schon sehr, sehr lange. Schattli ist normalerweise ein wirklich ganz feiner Kerl. Dass er mit seinem Temperament manchmal, ja, bei uns war es noch nie der Fall, mal durchgeht, ich glaube, das ist jedem Spieler schon mal auf dem Platz passiert. Wir werden ihn deswegen nicht in die Ecke stellen und nicht mehr rausholen. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe da. Ja, doch, nochmal. Vielleicht noch eine Frage an den Herrn Rubeck. Herr Kiefer hat Ihnen schon im Aufstiegsrennen gratuliert. Darf eigentlich in der Kabine das Wort Aufstieg bei Ihnen ausgesprochen werden? Das lässt sich manchmal nicht vermeiden, aber in der Woche haben wir es eigentlich nicht ausgesprochen. Das hat uns eigentlich ganz gut getan. Und insofern spielen wir am besten einfach nur Fußball. Okay, also ich sage es mal ganz ehrlich. Wir sind ja jetzt nicht hier der Top-Favorit, aber Fußball ist vieles möglich und man sollte von Spiel zu Spiel denken, wie man das die Woche auch gemacht hat. Wir haben jetzt genau die gleiche Punktzahl, wie wir in der Vorrunde nach dem Spiel hatten. Das heißt, wir haben gegen Homburg gewonnen, wir haben gegen Saarland 5 gewonnen, wir haben gegen Elversberg unentschieden gespielt, gegen Mannheim verloren und genau das gleiche war auch in der Vorrunde. Haben noch ein Spiel weniger, leider im Endeffekt bei uns, aber muss ich ehrlich sagen, einfach weiterarbeiten, alles andere zum Mitbewerb. Ja, gibt es weitere Fragen? Ich sehe das nicht der Fall. Dann darf ich ankündigen, das nächste Auswärtsspiel von Eintracht Trier wird am Samstag, den 19. März um 14 Uhr bei der Spielvereinigung Neckar-Elz sein. Und unser nächstes Heimspiel, das ist auch ganz wichtig, am 22. März um 19 Uhr hier, der SVE gegen Astoria Waldorf. So, dann wünsche ich guten Heimweg, Jens, komm gut nach Hause. Peter, genießt den Sieg, 3:0, wunderbar. Und wir alle freuen uns. Bis am Montag. Bis am Montag, ja. Mit den Spielern, Training. Bis am Montag genieße ich das Sieg und das nächste Spiel. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich bei den Damen und Herren der Presse und bei der Technik bedanke ich mich und auch beim Service. Herzlichen Dank und schönes Wochenende.